Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich nochmal ein letztes Lego Ninjago Trading Card Game Serie 5 Produkt für euch. Und zwar das Multipack 2. In zwei Varianten gibt es das. Da hätten wir einmal die Variante mit der Limi von Meister Wu, die LE22 und der XXL5 Mega Digi Cole. Und dann die LE23 Digi Kai vs. Hausner und die XXL7 Mega Digi J. Und jeweils noch dabei 5 Booster. Und das Ganze zum Supersparpreis von 4,99 €. Ja, habe ich beide hier. Und dann wollen wir die auch beide mal aufmachen. Schauen uns die Linie und die XXL-Karte genauer an. Und gucken, was in den Boostern so drin ist. So. Also die Booster sind wieder mit einem Klebestreifen befestigt. Dann kriegen wir auch so runter, das ist schon mal gut. Schupp, da werden die schon mal ab. So bringen wir das und hier noch runter. Klebestreifen weg, das ist schon mal etwas. Dann die Limi vorsichtig ablösen hier. Klebepunkt an der Limi, perfekt. Dann die XXL-Karte, die ist leider ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber nichts, was ein bisschen, wenn man die in ein Buch reinlegt und ein bisschen drückt, dann wieder glatt kriegen kann. Dass es kein richtiger Knick drin ist, nur ein bisschen gebogen. Das, denke ich mal, sollte sich ausbügeln, in Anführungszeichen, lassen. So, ich mache die Klebepunkte noch ab, weil dann ist das Ding hier wirklich rein Altpapier. Ein bisschen Plastik mehr, dann kann ich das nämlich so ins Altpapier geben. So, also das weg, die gucken wir uns später an. Die XXL und die Limi auch. Wir fangen erstmal mit den Boostern an. 5 Booster und los geht's. Und da hätten wir Digi Zane hier als Neonkarte. Dann der Blizzard Bogenschütze. Schwarzer Tempeldrache und Fahrzeug, eine Puzzlekarte und mächtiges Team Legacy. Nächstes Booster. Da hätten wir Zeitungsmädchen Antonia, hinterhältiger General Kozu oder Kozu, dann eine Aktion Stubenhocker. Dann haben wir hier eine Falle, Spinnennetzfalle. Und Mega Unagami. So. Drittes Booster. Schlittschuh Eiskaiser. Hinterhältiger Steinkrieger. Eine Puzzlekarte. Noch eine Puzzlekarte. Und schließlich. Warum lege ich die Puzzlekarten dahin? Mega Hausner. Vorletztes Booster. Da hätten wir Wüsten-Jay, Team Zeitungsausträger, Coles Speeder, ein Fahrzeug, dann Lava-Ausbruch, die Falle und Ultra-Duell Digi-Cole. So legen wir die Puzzlekarten ganz aus. Ich räume es erstmal ein Stück weiter nach hier, dann seht ihr das auch besser. So, so, ja, jetzt ist es besser. So, gleich haben wir mehr Platz, weil wir sind beim letzten Booster und dann machen wir das zweite Multipack 2 auf. So, oh, eine Spielregel. Dann haben wir den Eissamurai, hinterhältiger Garmadon, dann Aktion Gitarrensolo, noch eine Aktion Wegrennen und hier hätten wir verbotenes Spinjitsu Kai. Die Karten sehen auch mega cool aus. So, das war also auch schon das erste Multipack 2. Hier ist dann die limitierte Karte LE22, Meister Wu. Den Werten 49 da oben, 83 links, 105 rechts und 103 unten. So, und dann haben wir noch die XXL-Karte Nummer 5, da unten steht's. Mega Digi Cole 97, 80, 30 nur und 70. Also die Werte sind nicht so gut wie die von den limitierten Karten. Gut, dann Multipack 2, das zweite. Das kommt weg. Dann machen wir vorsichtig erstmal wieder die Limi ab. So, kein Klebepunkt.
bringt auch nichts, kommt daher. Dann die XXL-Karte. Ja. Ist gar nicht richtig zu greifen. Wenn ich knicken, reicht, dass die andere ein bisschen geknickt ist. So, das sieht doch gut aus. Jetzt hier noch vorsichtig ablösen und schließlich der letzte. Keine Klebereste, kommt da drauf. Das waren die Klebepunkte ab. Einen, ne? Zwei. Drei. Ne? So. Kleben gut. Vier. Das dauert mir jetzt zu lang, ich mache die Klebepunkte nachher ab. In aller Ruhe, ich ziehe jetzt einfach nur den Klebestreifen ab und hole hier die Stifte raus. So. Den Klebestreifen mache ich noch ordentlich ab, so viel Zeit habe ich dann noch. So, und die Klebepunkte dann nachher. So, also, die letzten 5 Booster Packs. Lass mal reingucken. Da hätten wir Char. Geschickter Meister Wu, eine Puzzlekarte, dann eine Aktion verbotenes Spinjitzu und Coles Avatar. Nochmal eine Spielregel. Legacy Overlord, der Mechaniker. Freie Wille, Aktionskarte, Puzzlekarte. Ne, doch so. Und Nimmerwelt Zane. Oh, nicht schlecht. Dann Wolf und Akita. Kluge Pixar. Dann ein Fahrzeug, Lloyds Dschungelräuber. Eine Puzzlekarte. Und Ultraduell Red Visor. Oder Red Visor. Keine Ahnung, wie man Englisch ausspricht oder Deutsch. Visor oder Visor. Dann nochmal Char. Wüsten-Jay. Die Puzzlekarte. Der Schurikopter, ein Fahrzeug. Und schließlich mächtiges Rattenpack. Letzter Booster. Und dann noch eine Neonkarte, nämlich fiese Ultraviolet. Dann Cecil Putnam. Dann die Aktion Erholung. Dann eine Falle, die Speerfalle. Und schließlich noch Mega Digi J. Ja, dieselbe Karte, die wir haben, nur ohne Effekt. So, das also die 10 waren, also die 10 Booster. Jetzt gucken wir uns noch die zweite Limie hier an. Das ist jetzt die LE23. Da unten steht's. Digi Kai vs. Hausner mit den Werten 108, 88, 57 und nochmal 88. Und dann schließe ich noch eine zweite XXL, und zwar die XXL7 Mega Digi J mit den Werten 91, 65, 33 und 91. Ja, das also jetzt auch die beiden letzten fehlenden Limis müssen das jetzt gewesen sein. Das heißt, zumindest aus der Grundserie, denn es gibt ja noch das, die Next Level Serie. Oh, jetzt habe ich vielleicht fest, ich habe die Ultra Duell Karte mit hier drauf getan, dabei habe ich extra für die Ultra Duell Karte einen extra Stapel gemacht. Es kommen noch die Next Level Karten, dann werde ich auch noch dann die ganzen Produkte präsentieren hier auf dem Kanal. Aber ich wollte erstmal das Grundset Lego Ninjago Trading Card Game Serie 5 abschließen. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr von Lego Ninjago im Allgemeinen, von der Lego Ninjago Trading Card Serie im Speziellen, beziehungsweise noch spezieller von der Serie 5 hier. Habt ihr auch alle Limis? Welches von den Produkten hat euch denn vielleicht am besten gefallen? Was ist eure Lieblingslimi etc.? Alles, was euch zu dem Thema einfällt, haut's unten in die Kommentare. Dann können wir da gerne ein bisschen drüber quatschen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt dann auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Alternativ könnt ihr gerne auch in den Telegram-Channel kommen, da informiere ich auch immer über neue Videos. Von da könnt ihr dann auch in den Telegram-Chat springen und mit mir und anderen über die verschiedensten Themen diskutieren. Telegram ist komplett kostenlos und der Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ebenfalls in der Videobeschreibung befindet sich der Link zu meinem Hauptkanal Lengli1013. Hier gibt es Unboxings zu diversen Lootboxen, Collector Editions sowie verschiedenen Sammelkartenserien. Schaut gerne mal vorbei und auch dort könnt ihr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute! Ciao!